Tief enttäuscht ist unser heutiger Gast vom Krisenmanagement der Politik in der Corona-Pandemie. Und kaum einer weiß so gut wie er, wie es zurzeit aussieht auf den deutschen Intensivstationen. Professor Uwe Janssens, Sie sind Intensivmediziner am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich. Ja, guten Tag. Erst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben in diesen Zeiten. Wie dramatisch ist die Lage im Moment? Ja, die Lage ist jeden Tag ein bisschen schlimmer, aber das geht jetzt schon seit Tagen, fast Wochen so, dass wir jeden Tag darauf hinweisen, jeden Tag von neuen Zahlen, ich sage mal in Anführungsstrichen, überrascht werden. Nein, wir werden nicht überrascht, wir haben es genau gewusst, wir haben es vorhergesagt, wir haben gesagt, dass es so kommen wird. Und jetzt ist es soweit, dass wir in Süddeutschland wirklich horrende Belegungszahlen auf den Intensivstationen haben mit Patienten mit Covid-19, aber wir dürfen doch nie vergessen, dass wir auch Menschen haben, die schwer erkranken ohne Covid-19. Und diese Gemengelage setzt uns in diesem Herbst noch mehr unter Druck, als das im letzten Jahr gewesen ist. Denn wir haben zusätzlich nur eins, Pflegepersonalmangel, und die Stationen ächzen und krächzen. Und nach 19 Monaten sind viele auch müde. Und Sie haben gesagt, ich wäre tief enttäuscht. Nein, ich bin eigentlich nicht tief enttäuscht, ich bin eigentlich traurig. Traurig über als Mediziner, aber auch als Mensch und Bürger, dass es in 19 Monaten nicht gelungen ist, trotz aller Anstrengungen einen gemeinsamen Weg zu finden, sondern ganz im Gegenteil, die Schärfe zunimmt in der öffentlichen Diskussion, Wissenschaftler sich mit Politikern nahezu in die Haare kriegen, was ja völlig irre ist, und dass wir eine zunehmende tiefe Spaltung der Gesellschaft erleben, die auch Folge ist von wirklich schlechter, unzureichender, intransparenter und nicht nachvollziehbar Kommunikation von Seiten der Politik. Wir wollen an die Hand genommen werden und wir laufen jetzt in Horden wild umher und finden keine Orientierung mehr. Und das macht mir echt Sorge und das macht mich traurig. Lassen Sie uns auf die einzelnen Teile dieser Aussage schauen. Sie haben vor einer Woche einen Brandbrief geschrieben mit Forscherinnen und Forschern, Medizinerinnen, Medizinern, in dem Sie der Politik wirklich große Versäumnisse vorwerfen. Was sind für Sie die schlimmsten und wer hat in Ihren Augen da versagt? Ja, es ist ja mehr so ein Kollektivereignis. Wir befinden uns ja wirklich in einer außergewöhnlichen Situation. Weltweit haben wir uns Anfang letzten Jahres die Augen verwundert gerieben, hätten es nicht für möglich gehalten, dass wir wenige Monate später weltweit in so eine Krise reingeraten. Das muss man sagen, das kann man auch keinem vorhalten. Das sind wirklich neue Umstände gewesen. Das hat keiner gewusst, geahnt, noch haben wir uns das vorstellen können. Und wir haben aber von Anfang an sehr, sehr präzise in der Medizin an diesem Problem gearbeitet, in Unkenntnis eines Virus, in Unkenntnis von dem, was da auf uns zukommt, und haben uns relativ rasch zusammengefunden in den einzelnen Fachgebieten, Lungenfachärzte, Herzspezialisten, Intensivmediziner, ambulante Medizin, und haben uns wirklich sehr, sehr schnell organisiert und klare Wege vorgezeichnet, von Anfang an. Und es stimmt, von Anfang an hat die Politik versucht, hier einen Weg zu finden, und das endete dann in ständige Konferenzen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, und das Ergebnis und die Innen- und Außenwirkungen kennen wir ja. Es wurde anfangs davor viel geredet, da währenddessen wurde schon geredet und danach wurde geredet, und danach hatten wir 16 bis 17 verschiedene Feststellungen, Beschlüsse, die auch im nächsten Moment in den einzelnen Bundesländern sofort aufgeweicht wurden, angepasst wurden, an was auch immer angepasst worden sind. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der größte Fehler in der ganzen Pandemie gewesen, dass von Anfang an keine klare Linie drin war. Und das muss man doch nachvollziehen, dass die Menschen dem nicht mehr folgen und sich dann extremen Meinungen zuwenden, an den Seiten links und rechts, gegebenenfalls rechts und links, wo auch immer, bei Querdenkern sich festmachen und einfach nicht mehr mitmachen wollen. Und dieser fehlende Mitmacheffekt, den wir jetzt wirklich bemerken, und ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, das mit den Impfungen, was wir jetzt erleben, ist doch ein Ergebnis einer Hin und Her und Hü und Hot-Politik, die uns jeden Tag was anderes erklärt. Und das verstehe ich zum Teil überhaupt nicht mehr. Und ich bin wirklich mit meinen Kolleginnen und Kollegen tief in der Materie drin. Und wir reiben uns jeden Morgen verwundert die Augen. Und ich denke immer an den wunderbaren Film Täglich grüßt das Murmeltier. Jeden Morgen, wenn ich wach werde und ich höre ja WDR 5 dann die Nachrichten, denke ich, das hast du doch schon vor einem Jahr schon mal gehört. Und wenn ich was sage, dann denke ich, das habe ich doch schon vor einem Jahr schon mal gesagt. Genau die exakt gleichen Worte. Und es ist nichts daraus gelernt worden. Wenn wir nicht lernen, passiert doch nichts.
Trotzdem geht das Schreckgespenst der sogenannten Triage um. Es wird diskutiert, das Wort fällt immer häufiger. Sie haben letztes Jahr einen Leitfaden erarbeitet mit der Vereinigung der Intensivmediziner. Wenn es zu knappen Ressourcen kommt, wie würden Sie da vorgehen oder was beinhaltet so ein Leitfaden? Ja, den Leitfaden haben wir damals tatsächlich angesichts der dramatischen Bilder aus Bergamo und anderen Gebieten in südlichen Europa entwickelt, weil uns sehr wichtig war, den Kolleginnen und Kollegen, den Teams vor Ort eine Empfehlung an der Hand zu geben, was man für den unwahrscheinlichen Fall einer Situation tut, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben. Also, wir haben in der Notaufnahme keine Möglichkeit mehr. Wir haben auf den Intensivstationen keine Beatmungsmöglichkeit mehr. Und dann kommen plötzlich in diese Situation 5, 6 neue Patienten mit einer schweren Atemwegserkrankung auf dem Boden dieser SARS-CoV-2-Infektion. Dann zieht natürlich zunächst mal alles das, was ich schon gesagt habe. Man muss vorher ganz klar geregelt haben, gibt es woanders in der Region, überregional noch freie Kapazitäten. Wenn das nicht ist, müssen wir in andere Bundesländer reinschauen. Wenn alles nicht mehr vorhanden wäre, wenn alles nicht mehr da wäre, dann kommen wir in eine schwierige und zwar tragische Entscheidungssituation, wo wir tatsächlich entscheiden müssen, welcher Patient, welche Patientin bekommt welche Ressource, eingeschränkte Ressource. Und da haben wir Szenarien auch aufgebaut, denn das ganz klar beschrieben, nach welchen Kriterien wir da vorgehen. Ein ganz wichtiges Kriterium ist natürlich die ärztliche Indikation. Besteht überhaupt eine Indikation zu irgendeinem Verfahren angesichts der Schwere der Erkrankung? Liegt der Patientenwunsch, der Wille vor? Das sind die zwei ganz entscheidenden Kriterien. Da muss ich nochmal kurz nachhaken, Entschuldigung. Ärztliche Indikation, das heißt, gibt es überhaupt noch eine Chance, denjenigen zu retten oder? Es gibt ganz klare Situationen, wo wir aufgrund der Begleitumstände der schweren Erkrankung eines Patienten mit schwersten Schäden, die schon vorlagen, bevor der Patient in eine schwierige Situation gerät, dass man sagt, es kann mit den und den Verfahren, die wir einsetzen, und das mal jenseits von Covid-19, kann es keine Rettung geben. Das heißt, da würde allein aus ärztlicher Sicht heraus, aus einem Behandlungsteam heraus, das macht an der Stelle keinen Sinn. Ganz im Gegenteil, es schafft Leiden. Es schafft Schmerzen, hier an der Stelle beispielsweise eine Beatmung oder eine Wiederbelebung durchzuführen. Das gibt es ganz klar. Und das hat auch nichts mit Covid-19 zu tun. Diese Handlungsweisen haben wir von morgens bis abends in der Intensivmedizin. Aber hier haben wir eine andere Situation. Wir haben jetzt die ganze Intensivstation vorliegen oder wir haben nur noch ein Beatmungsbett. Und es liegen 3, 4 Patienten auf der Notaufnahmestation, die diese Ressource benötigten. Und sie können nur einen Patienten auf die Intensivstation legen. Das wäre so eine Situation, die wäre sehr tragisch. Und dann müssten Sie tatsächlich entscheiden, wen von den 3 Patienten, 4 Patienten nehme ich dann. Und das ist dann tatsächlich eine wirklich schwierige Situation, die Sie nur im Behandlungsteam vorbereiten können, die Sie nur gemeinsam besprechen können. Und dafür haben wir auch diese Empfehlung geschrieben. Und da haben wir natürlich Kriterien und da richten wir uns an erster Linie nach den Kriterien der Erfolgsaussicht. Und zwar die Erfolgsaussicht nicht, was in 10 Jahren ist, sondern hat der die Patientin aufgrund der gesamten Begleitumstände, Alter, Komorbiditäten, schwere Begleiterkrankungen im Vergleich zu den anderen Menschen, die dort liegen, eine Chance, das Krankheitsbild bei der zur Verfügungstellung der Ressource beispielsweise der Beatmung tatsächlich zu überleben? Oder ist die Chance so gering im Vergleich zu den anderen Menschen, die dort liegen? Und das sind natürlich schwierigste Entscheidungen, aber die müssen wir dann treffen und müssen wir sie treffen. Davon sind wir im Augenblick noch Gott sei Dank entfernt. Und deshalb ist ja der Appell an die Politik so stark. Wissen Sie, die fehlende Handlung der Politik, das Verzögern an dieser Stelle, ist doch genau das Ergebnis, das uns unter Umständen so eine Situation führt. Das heißt, die Tatenlosigkeit der Politik der letzten Wochen und Monate hat uns in die Situation geführt. Das heißt, wir stehen jetzt als Ärzte und Ärzte da und müssen Entscheidungen treffen, die eigentlich nicht nötig gewesen wären, wenn man anders gehandelt hätte. Das nehmen wir mal so hin und das können wir auch, weil das ist ja unser Beruf. Spaß macht das auf keinen Fall, es ist schwierig, aber wir treffen diese Entscheidung. Das kann ich Ihnen ganz klar sagen, man kann sie auch treffen. Noch viel schwieriger wird es, wenn Sie überhaupt keine Ressource mehr haben, gar nichts mehr haben und dann haben Sie einen Patienten, der das benötigt und Sie haben alle Beatmungsgeräte besetzt. Und dann kommt ja diese berühmte Geschichte, einen müsste man theoretisch von der Beatmung abnehmen und dann sagen ja Verfassungsrechte, das dürfen Sie nicht, das ist sogar strafbewehrt und die Diskussion ist ja noch nicht ganz zu Ende geführt.
Haben Sie denn das Gefühl, wir nähern uns dieser Situation? Nein, da bin ich jetzt im Moment ganz ehrlich. So einer Situation nähern wir uns nicht. Da müssen auch erstmal alle anderen Sachen ausgeschöpft sein. Und deshalb drängen wir doch so sehr darauf, dass die Politik jetzt mal wirklich mal, salopp gesagt, in die Pötte kommt, damit genau das nicht eintritt. Das ist deren Auftrag. Das müssen die regeln. Wir können doch nicht politische Entscheidungen treffen, was mit einem Verlegungssystem innerhalb von Deutschland passiert. Wir müssen vor Ort unsere Entscheidungen treffen. Wir müssen medizinische Entscheidungen treffen. Und viele sagen uns ja sogar, ihr seid Ärzte, mischt euch mal bitte nicht in das Politikgeschäft ein. Ich sehe das mittlerweile anders. Wir haben auch die Aufgabe, auch in unseren Fachgesellschaften uns da zu positionieren, weil die Politik braucht da, ich sage das mal auch wieder salopp, vielleicht manchmal ein bisschen Nachhilfeunterricht, auch aus unserer Seite. Und haben wir gestern in der Debatte immer wieder gehört, es gibt 4.000 Intensivbetten in Deutschland weniger als letztes Jahr um die Zeit. Woran liegt das? Ja, auch da reibt sich ja jeder verwundert die Augen. Wir weisen seit lange vor der Corona-Pandemie darauf hin, dass wir im Pflegepersonal ein eklatantes Problem haben, nämlich einen Pflegepersonalmangel. Das ist nichts Neues. Überhaupt nichts. Nun hat ja das Bundesministerium für Gesundheit mit zwei anderen Ministerien Aktion Pflege gestartet. Das ist dann leider Gottes der Corona-Pandemie, das muss man sagen, ein bisschen zum Opfer gefallen, diese ganzen Dinge, weil da gab es wahrscheinlich Wichtiges zu tun, verständlicherweise. Aber das ist ein Ergebnis einer Jahre- bis jahrzehntelangen Politik, die da nicht hingeschaut hat. Und jeder hat es gewusst, dass die Demografie dazu führt, dass wir immer älter werden, immer mehr ältere Menschen da sind, mit vielen Begleiterkrankungen. Das Medizinsystem funktioniert fantastisch. Und wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie wichtig nicht nur Ärztinnen und Ärzte sind, sondern wie wichtig Pflegekräfte sind, gut ausgebildete Fachkräfte. Das ist hochspezialisiertes Personal, sowohl draußen in den ambulanten Pflegediensten, in Altenheimen, Pflegeheimen, in den Stationen, Normalstationen, Notaufnahmen, aber auf den Intensivstationen. Und das sind Diamanten, die da arbeiten, und zwar in jedem Bereich. Und da will ich auch keinen einzelnen Bereich jetzt mal hervorheben. Und das hat keiner gesehen. Und auch mein Berufsstand, bin ich mal ganz ehrlich, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter, habe das nun über viele Jahrzehnte nur mitgemacht, hat sich da immer ein bisschen schwer getan. Das war ein Riesenfehler, nicht zu erkennen, wie wichtig und wie auf Augenhöhe wir eigentlich mit den Pflegekräften arbeiten müssten, sie anerkennen müssten, Wertschätzung zuteilkommen lassen. Und natürlich, am Ende natürlich, muss endlich auch mal die Bezahlung und die Vergütung und die berufliche Perspektive dieser Menschen in diesen Berufen endlich mal gewürdigt werden. Und da muss die Gesellschaft dann sagen, was sie will. Wenn die Gesellschaft sagt, das ist es uns nicht wert und wir wollen kein Geld investieren, wir wollen nicht, dass unsere Krankenkassenbeiträge steigern, nur damit die Pflege besser verdient, dann werden sie erleben, dass es keinen mehr gibt, der sie pflegt. Dann werden sie auch später im Altenheim keinen mehr finden, der sich um sie kümmert. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und da muss die Politik, und da hat sie erhebliche Versäumnisse, die Gesellschaft halt mitnehmen und gemeinsam sagen, das ist das, was wir wollen. Pflege ist Daseinsfürsorge, wie Polizei, wie Feuerwehr. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick in Ihre Intensivstation. Was muss so eine Pflegerin, so ein Pfleger beispielsweise mit einem Covid-Patienten, der künstlich beatmet wird, denn leisten? Wie lange sind die Schichten? Gibt es Pausen? Wie ist die Überlastung? Wie ist die psychische Belastung, die körperliche? Das können Sie besser beurteilen als jeder andere. Vielleicht sind Sie so gut und schildern uns das mal kurz. Ja, das ist ein wirklicher Knochenjob. Ein richtiger Knochenjob. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass sie zum Dienst kommen, sich hinsetzen, Kaffee trinken. Nein. Sie haben volle Stationen, und die immer davon geprägt sind, dass Notfälle auftreten, sind dauernd unter Strom. Also sie haben dauernd tatsächlich kritisch kranke Menschen vor sich, wo akut sofort was passieren kann. Das machen die auch sehr gerne, weil das ist ein super spannender Beruf. Das ist wirklich hocheffektiv. Sie können unheimlich viel bewirken und sie erleben unheimliche Erfolge, aber sie erleben natürlich auch Verluste, und zwar tragische Verluste. Die Arbeit ist ein Drei-Schicht-System. Und die Pflegekräfte arbeiten ja nahezu jedes zweite Wochenende, Samstag und Sonntags, Morgenschicht, Nachmittagsschicht. Und sie kommen dann regelhaft in die Nachtschichten rein. Das heißt, das ist ein ewiger Kreislauf mit viel Schichtsystemen, wo sie wirklich über Jahre hinweg jedes zweite Wochenende zum Beispiel im Dienst sind. Das ist mal das eine, die Arbeitszeiten und die ganzen Geschichten darum. Das andere ist natürlich der Dienst direkt oben auf einer Station. Nehmen wir einen frisch erkrankten Covid-19-Patienten, weil das jetzt so plastisch ist. Ein 35-jähriger Mann, der geimpft oder ungeimpft, spielt mal keine Rolle, mit tatsächlich einer schweren Lungenentzündung auf dem Boden dieser Covid-19-Pneumonie kommt, der eine ganz schlechte Sauerstoffsättigung hat, wo die Lunge nicht mehr richtig arbeitet, weil das Virus die Lunge halt richtig in Mitleidenschaft gezogen hat.
der hat eine schnelle Atemfrequenz. Der ist verzweifelt, ist aufgeregt, hat Angst und weiß mittlerweile sehr genau, was auf ihn zukommt, wenn er auf eine Intensivstation kommt, dass durchaus da auch ein gewisses Sterberisiko mit verbunden ist. Der kommt auf die Intensivstation, hat große Angst, wird sofort isoliert. Die Pflegekraft, Krankenschwester, Krankenpfleger, muss sich komplett einkleiden. Das heißt, sie muss einen Schutzkittel anziehen, der nicht atmungsaktiv ist, einen Schutzschirm, einen Sichtschirm, eine Brille, Taucherbrille ähnlich, dann eine FFP2-Maske. Das heißt, das komplette Gesicht ist dann geschützt, um es mal so zu sagen, Handschuhe anziehen, Hauben anziehen. Und dann geht die in das Zimmer. Und dann muss sie diesen Menschen, der in Not ist, der Angst hat zu sterben, betreuen, helfen, unterstützen, messen, ihnen vor allen Dingen als Mensch begegnen, was ja in solchen Verkleidungen zunehmend schwerfällt. Und die ist dann allein mit denen in dem Zimmer zunächst mal. Und das kann durchaus sein, dass sie eine ganze Stunde mit dem allein ist. Und wenn er dann intubiert wird und beatmet wird, dann wird es nochmal deutlich schlimmer. Dann ist das Moment der Intubation, wo der Mensch halt einen Schlauch in den Hals geschoben bekommt, ein wirklich sehr kritischer Moment. Da müssen viele Leute dabei, Ärztinnen, Schwestern, das ist gut trainiert. Und danach wird die Betreuung noch intensiver. Dann müssen wir diese Patienten auf den Bauch legen. Die Patienten sind dann in Narkose, glaube ich? Die sind in Narkose dann, werden aus strategischen Gründen, weil wir auch wissen, dass das richtig gut hilft, auch die Lunge wieder besser zu beatmen, auf den Bauch gedreht werden. Allein dieses Manöver, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, benötigt 3, 4, 5 Leute, Pflegekräfte, die dann auch wieder von außen reinkommen, auch wieder sich komplett an. Wirklich ein großer logistischer Aufwand, aber auch ein physischer Aufwand, aber am Ende ein psychischer Aufwand. Und wenn wir die Pflegepersonaluntergrenzen sehen, die ja sagen, in der Tagesschicht 1:2, ist das ja gar nicht mehr auf diese Patienten abgebildet. Sie brauchen hier eigentlich, vor allen Dingen, wenn die Patienten dann sogar noch einen Lungenersatz bekommen, also noch eine Art Lungen-Herz-Lungen-Maschine implantiert bekommen, die dann das Blut mit Sauerstoff versorgt und Kohlendioxid wieder aus dem Blut rausholt. Ist das diese ECMO, von der immer gesprochen wird? Das ist diese sogenannte ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung, also einen Lungenersatzverfahren. Dann brauchen Sie eine 1:1 Pflege. Und die großen Intensivstationen, die das schwerpunktmäßig machen, die haben ja zum Teil 10, 12 solcher Patienten dort liegen. Das heißt, sie brauchen dann eigentlich 12 Pflegekräfte. Und das ist gerade jetzt, wo wir zunehmend Personalknappheit haben, nicht immer der Fall. Und dann wird es schwierig. Dann haben Sie, wenn Sie Pech haben, mit einer Pflegekraft 2 solcher Patienten zu betreuen. Das ist neben der körperlichen Herausforderung eine erhebliche psychische Belastung. Das ist ja das, was wir sehen. Die Leute sind kaputt aufgebrochen. Nach 19 Monaten dieser Arbeit, am Anfang waren sie alle enthusiastisch. Und sie sind jetzt auch noch, sagen wir, wollen den Menschen helfen. Aber sie haben wirklich mittlerweile richtig im wahrsten Sinne des Wortes Federn gelassen, können nicht mehr. Und das merken wir auch. Und wir haben auch seit letztes Jahr im Dezember haben wir ja nun diverses Personal verloren. Das hat das Deutsche Krankenhausinstitut ja auch publiziert. Zum Teil 30%, 10, 20% sind aus den Bereichen raus. Sie sind nicht aus den Krankenhäusern weg. Die haben gesagt, sie lassen sich versetzen. Ich kann nicht mehr oder reduzieren die Arbeitszeit. Und einige von denen verlassen auch ganz den Beruf und gehen in Zeitarbeitsfirmen, wo sie tatsächlich erstens mehr verdienen und zweitens auch ihre Arbeitszeit besser regulieren können. Nun haben die Beschlüsse gestern ergeben, eine einmalige Bonuszahlung für Pflegekräfte, wo die Höhe noch nicht bekannt ist. Und es soll dann doch eine Impfpflicht kommen für medizinische Berufe. Was glauben Sie, was wird das auslösen? Und hatten Sie schon so etwas wie eine Reaktion in Ihrem Team darauf? Wir haben uns, ich fange mal mit der Impfpflicht an, dazu geäußert. Prinzipiell ist es tatsächlich so, und das haben ja verschiedenste Fachgesellschaften etc. diskutiert, dass wir natürlich, und das meine ich persönlich auch, eine zutiefst berufsethische Verpflichtung haben, als Medizinerinnen, als Pflegekräfte, die uns anvertrauten Patienten zu schützen. Das ist schon eine berufliche Aufgabe. Also wenn ich das nicht mache, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sehe ich dann ein elementares Problem. Das heißt, die Impfung ist in der Tat, neben der Tatsache, dass es wirklich ein guter Eigenschutz ist, auch ein echter Schutz der uns anvertrauten Patienten in Altenheim, Pflegeheim, Intensivstationen. Also das ist unser Appell immer gewesen. Das ist ein Appell, den wir verbinden mit der Versuch der Aufklärung, was die Impfung für dich selber bewirkt und dass sie gut verträglich ist und so weiter. Jetzt hat man die Impfpflicht geschaffen und unsere Sorge war immer gewesen, dass es tatsächlich dazu führen wird, dass das tatsächlich dann doch nicht angenommen wird, dass dann Pflegekräfte auf den Intensivstationen sagen, wisst ihr was, also jetzt mache ich dann nicht mehr mit, ich gehe, dann haben wir noch weniger.
Und letztendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, dann ist es auch nicht ganz nachvollziehbar und die Argumente sind mir heute schon entgegengetragen worden, dann erwarten die auch, dass es eine Impfpflicht für alle gibt. Dann erwarten die auch, dass es eine Impfpflicht für alle gibt. Und ich glaube, diese Schere muss man, glaube ich, nochmal politisch, gesellschaftspolitisch aufarbeiten. Und wir werden dann noch viele Diskussionen führen. Ich habe einen Mitarbeiter, der aus was für Gründen auch immer sich nicht impfen lässt. Und ich habe auch heute mit ihm lange, lange nochmal darüber geredet. Er denkt jetzt nochmal drüber nach. Aber es sieht ganz nach aus, dass dieser wertvolle Mitarbeiter, der ein ganz toller Mensch ist, der unheimlich wichtig ist für mich in dem Bereich, in dem er arbeitet, ja, der wird dann nicht da sein mehr. Und für die Gegner der Impfpflicht oder auch generell die Impfgegner immer an, dass es ja auch eine ganze Menge geimpfte Patienten inzwischen gibt auf den Intensivstationen. Ich will jetzt gar nicht mit Zahlen kommen, weil die so unterschiedlich sind, dass ich gar nicht wüsste, an welcher ich mich jetzt hier festhalten sollte. Wie erleben Sie das? Wie geht es diesen geimpften Patienten und wie schwer ist das auf der Station, darüber nicht nachzudenken? Also diese Argumentation, die jetzt wirklich tatsächlich uns vorgetragen wird, dass jetzt Geimpfte liegen und das wäre der Beweis, dass die Impfungen nicht wirken, ist natürlich aus der Sicht der Impfgegner gefundenes Fressen für die gewesen. Ich sage das nochmal ganz klar. Die Impfungen haben einen 90-95%igen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und Intensivpflichtigkeit. Den haben die. Erstens. Zweitens. Sie haben halt eine 5-10%ige Möglichkeit, dass sie nicht schützen. Und je mehr Menschen Sie geimpft haben, wenn Sie 1 Million Menschen geimpft haben oder 100.000, je mehr Menschen Sie impfen, je mehr werden Sie tatsächlich Leute erleben, 5-10%, die dann einen sogenannten Impfdurchbruch mit einem schweren Krankheitsverlauf haben. Das ist einfach eine Zahl der hohen Impfungen. Das Ergebnis, je mehr wir geimpft haben, je mehr war klar, dass wir Durchbruchsinfektionen sehen. Zweitens, wir wussten sehr genau, und das ist auch bekannt, leider Gottes nicht gut kommuniziert worden, dass die Impfungen aber auch nur zu 60-70% vor einer Infektion schützen. Das ist noch was anderes. Das heißt, wir können uns tatsächlich anstecken und haben keinen schweren Krankheitsverlauf. Das ist ja der Schutz der Impfung. Und das Dritte ist, das hat man ja jetzt gelernt, vor allem in Israel, die Impfwirkung lässt nach. Das heißt, wenn wir jetzt die Alten, die ja schon Anfang des Jahres geimpft worden sind, und die erleben jetzt einen abnehmenden Impfschutz, vor allen Dingen AstraZeneca-Impfungen. Und die sind jetzt tatsächlich in einem Risiko, sich wieder anzustecken. Und die sind tatsächlich, das wird das jetzt seit Wochen sehen, dass die über 60-Jährigen als sogenannte Durchbruchinfektionen vermehrt bei uns beobachtet werden. Und das ist halt ein lernendes System. Und das wird bedeuten, dass wir diese Booster-Impfung, die ja jetzt viel zu spät an die Patienten rangebracht werden konnte, weil das haben wir schon vorher gewusst, das ist schon seit Wochen und Monaten bekannt, dass die jetzt zum Zuge kommen, die würden dann auch wieder wirken. Aber bis die mal alle wieder verimpft sind, das muss ich Ihnen nicht sagen, angesichts der abgebauten Impfzentren etc., der Kapazitäten, wird das eine große, große Schwierigkeit sein. Also diese drei Punkte muss man da berücksichtigen. Aber die ganz klare Botschaft ist, die Impfungen sind und bleiben hochgradig effektiv in der Verhinderung einer schweren Erkrankung. Und die Boosterimpfungen setzen da nochmal einen richtig drauf. Die erhöhen die Abwehrkräfte nochmal um das 20-30-fache. Bei wirklich absolut überschaubaren Nebenwirkungen. Und das ist auch transparent, das Paul-Ehrlich-Institut spielt die Daten aus. Sie können übrigens auch als Patientin selber dort ihre Nebenwirkungen eingeben und das angeben. Also es ist bei weitem nicht so, was die Impfgegner behaupten. Hier würden Menschen, ich sage das mal brutal, vergiftet oder wir würden sie mit einem Instrument traktieren und sie damit umbringen. Gut, das sind so die Ausschläge. Ich sage Ihnen ganz klar, es ist wirksam, es bleibt wirksam und wir müssen eins sagen, es ist doch super, dass wir das haben. Das ist ein Geschenk, das ist das größte Geschenk. Was wir, wenn wir die nicht hätten, wir wären abgesoffen. Ich kann dir sagen, weltweit, das wäre so fast wie der schwarze Tod gewesen, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wir würden wirklich jetzt schon am Ende sein in diesem Herbst mit der Delta-Variante. Das wäre unvorstellbar, was wir dann erleben würden und das da bin ich so dankbar, dass wir das haben. Und das ist tatsächlich unsere Rettung. Wir werden auch mit den Boosterimpfungen, mit den Impfabständen und was auch immer da kommt, das müssen wir halt lernen. Und das muss man tatsächlich der Medizin und Wissenschaft auch zugestehen, dass die lernt. Lassen Sie uns aber bei Ihrem weltweiten Aspekt nochmal bleiben. Lassen Sie uns auf Länder gucken, wo es offenbar besser funktioniert hat mit der Impfquote. Spanien, Italien, Israel haben Sie gerade eben selber angesprochen. Was ist anders gelaufen in diesen Ländern? Erstmal jetzt finde ich es immer ganz interessant, man blickt ja immer nach links und nach rechts und es ist so quasi Wettbewerb. Wo läuft es am besten, wo läuft es schlecht?
Bei uns läuft es im Moment richtig schlecht. Vor einem Jahr waren wir noch der Musterknabe der Weltengemeinschaft und jetzt sind wir richtig nach hinten gesackt. Spanien, nehmen wir mal Spanien, finde ich super interessant. Spanien hat ja eine katastrophale auch erste Welle erlebt, mit furchtbaren Erlebnissen, die die Bevölkerung gehabt hat in den Altenheimen. Also das haben wir hier nicht erlebt. Diese Schrecke, der sitzt tief in den Knochen der spanischen Bevölkerung. Die spanische Bevölkerung ist aber anders als wir, und zwar deutlich anders. Das ist eine kollektivistisch denkende Gesellschaft, die sehen mehr das Allgemeinwohl. Das ist halt die Gesellschaft so. Wir sind halt anders. Wir sind halt sehr individualistisch, was ja auch nicht schlimm ist. Die Spanier spenden auch viel mehr Organe. Das ist für die auch was ganz Normales. Machen wir auch nicht. Das ist für die eine Aufgabe, die sehen, das machen die. Und sie haben die Diktatur gehabt und Franco hat ja, die frankistische Diktatur hat ja Impfung gar nicht gehabt. Es gab keine Polio. Die hatten furchtbare Geschichten erlebt mit dieser Polio, mit der Kinderlähmung. Und dann ist er gestorben. Neues System, Demokratie, die Impfungen wurden eingeführt. Und da hat die ganze Bevölkerung erlebt, was das für ein Wert ist, plötzlich Impfungen zu haben, dass sie nicht mehr diese furchtbare Kinderlähmung haben. Das gleiche in Portugal. Diktatur weg. Die haben gar nichts gehabt. Die haben gar kein öffentliches Gesundheitssystem gehabt. Und das funktioniert da. Die Menschen werden angerufen, direkt in Spanien. Sie kriegen einen Anruf. Und wenn sie nicht kommen, kriegen sie einen zweiten Anruf. Jetzt hat man sich gestern entschlossen, die Kanzlerin hat es vorgetragen, die jetzt anzuschreiben. Ja, super, sage ich da. Wir schreiben die Leute an. Sehr gut, erster Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, die Ansprache, die Leute ermuntern, mit ihnen sprechen, beraten, zu den Leuten hingehen, in die sozioökonomisch schwachen Gebiete reingehen. Alles das, diese ganzen Sachen liegen doch auf dem Tisch. Dieser Instrumentenkasten, den wir ja dauernd von den MPKs hören, der ist doch da. Nutzt ihn doch endlich und macht es doch endlich. Wir sind aber nicht die Spanier und wir sind doch nicht die Portugiesen. Deshalb, wir können von denen vielleicht lernen in bestimmten Dingen, aber sie werden doch nicht eine Gesellschaft in ihrer Grundhaltung ändern. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir können nur sagen, mit den Anrufen, mit den Ansprechen, das sind gute Ideen. In Portugal beispielsweise mischt die Politik sich überhaupt nicht ein ins Impfen. Da gibt es, glaube ich, einen General oder einen ehemaligen, der hat das richtig in der Hand, der dirigiert das alles. Da mischt sich keiner ein, da hören sie auch nicht alle 5 Minuten eine andere komische Meinung. Also es gibt schon etwas, was wir lernen können. Dänemark, eine Gesellschaft, die auch ganz anders ist, die sogar zunehmend Vertrauen in die Politik entwickelt hat in dieser ganzen Pandemie, die gehen halt anders mit. Lassen Sie uns abschließend noch mal einen Blick nach Österreich werfen. Da werden die Maßnahmen jetzt wieder ziemlich drastisch. Es gibt wieder einen harten Lockdown und zwar nicht nur für Ungeimpfte, wie man anfänglich dachte, sondern für alle. Und es soll eine Impfpflicht geben ab dem nächsten Jahr, ich glaube 1. Februar. Was halten Sie davon? Glauben Sie, dass das der Weg ist, der auch den Deutschen wieder blühen wird? Alles das, was wir ja in den letzten Wochen und Monaten diskutiert haben und was ja auch eingefordert worden ist, vor allen Dingen jetzt einem Partner der neuen Ampelregierung, dass ein Lockdown nicht mehr kommen soll, weil er halt die Freiheit beschränkt. Und die individuelle Freiheit ist das größte Gut. Ich persönlich wundere mich so ein bisschen, Grundgesetz, glaube ich, ist das Recht auf Leben und Gesundheit ist, glaube ich, auch relativ weit oben angesiedelt. Und das wird ja durch solche Maßnahmen laufen ja so ein bisschen kontraproduktiv. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten und in den letzten 18 Monaten gelernt, dass sehr harte Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen mit und ohne Impfung tatsächlich ihren Effekt zeigen. Das ist gezeigt worden, überall. Portugal hat es gezeigt, Spanien hat es gezeigt, überall ist das gezeigt worden, Irland hat es gezeigt. Jeder hat das bewiesen. Im Bundestag wurde hart diskutiert. Dann hat der Vorsitzende, Herr Lindner, sich wirklich sehr drastisch geäußert. Da wurden ja dann Verfassungsklagen angestrebt. Und immer wurde so getan, als wenn wir die Menschen in der Freiheit beschränken wollen. Ja. Wenn die Gesellschaft das so hinnimmt und sagt, okay, das größte Gut ist, dass ich die ganzen Geschäfte habe, einkaufen gehe und parallel tatsächlich in Kauf nehme, dass vielleicht sogar Menschen sterben, dann ist das eine gesellschaftliche Entscheidung, die politisch tatsächlich dann offensichtlich getragen wird und befürwortet wird. Und das erleben wir jetzt im Moment ja auch. Es wird ja ganz klar gesagt, es wird es nicht geben. Und an den Punkt zu geraten, dass wir dann dazu gezwungen werden, durch die äußeren Umstände, dass wir vielleicht sogar in eine Katastrophe reinlaufen, wie Herr Wieler zumindest es suggeriert hat, das wäre ja sehr traurig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, jedes Menschenleben, was wir doch retten können, jedes Menschenleben, was wir retten können, ist es doch wert, Maßnahmen zu ergreifen. Wir müssen nicht mit der Hammerkeule rauskommen, glaube ich. Wenn wir das alles schon gemacht hätten, was wir jetzt gerade besprochen hätten, dann wären wir doch schon so viel, viel weiter. Wenn wir erkannt hätten, dass Impfskeptiker
eine der 10 größten Bedrohungen der Weltgesundheit ist. Das sagt die WHO schon seit 10, 15 Jahren. Das wussten wir vorher schon. Man hätte das alles auf den Fokus nehmen können. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, die Gegner, die da sind, die haben Hochglanzformate, die produzieren Sendungen am laufenden Meter, wo sie tatsächlich die Bevölkerung vergiften mit Fehlinformationen und wirklich so dermaßen wissenschaftlich aufbereitet, dass sie denken, das ist alles wahr. Ja, haben wir auf der Gegenseite der Gesundheitszentrale für gesundheitliche Aufklärung ähnliche Formate, wo wir tatsächlich zielgruppenorientiert Aufklärung betreiben? Alles das haben wir nicht. Ich glaube, daran hätte man längst arbeiten können, aber ich bin es auch müde zu sagen, hätte, wenn und wer. Wir müssen nach vorne schauen, man kann es immer besser machen, aber was wir jetzt erleben, ist nicht, was wir besser machen. Das ist eine Wiederholung der gleichen Situation, wie wir sie eigentlich seit 19 Monaten haben. Letzte Frage zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wo sehen Sie uns Weihnachten? Was ist Ihre Prognose? Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie Herr Wieler. Ich denke mal, wir werden hoffentlich alle Menschen mitnehmen können, endlich wieder zusammenhalten, dass wir sagen, okay, wir können Weihnachten feiern. Wir haben die Möglichkeit, uns zu impfen. Wir haben die Möglichkeit der Boosterimpfung. Wir haben die Möglichkeit der Testungen. Wir werden mit Sicherheit nicht so ein fröhliches Weihnachten haben, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Aber das ist das Ergebnis der letzten Wochen. Ich denke, wir werden trotzdem mit unseren Lieben, mit denen, die uns was wert sind, zusammen feiern können, unter Beachtung der Schutzregeln. Die werden wir einhalten müssen. Und im nächsten Jahr sprechen wir uns wieder. Professor Janssens, vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen alles Gute für Sie und Ihr Team. Ja, danke schön. Das große Unbekannte, so nannten die Ureinwohner der USA den Grand Canyon. 1861 startete die erste Bootsexpedition durch eines der größten Naturwunder der Welt, dessen Lebensader, der Colorado River, auch heute noch eine echte Herausforderung ist. Abenteuer Grand Canyon, beide Folgen.